Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück zu Splatoon 3. Ich habe doch gerade gesehen, dass der Salmini hier irgendwas die ganze Zeit ausgegraben haben wollte. Genau an dieser Stelle. Ja Leute, neue Aufnahmesession, neues Glück, neue Folge. Und neue Tiefpunkte. Ey, komm, veralber mich nicht. Ich hab nur gesehen, dass du hier was gefunden hattest. Was ist das hier oben? Okay, ein bisschen Geld. Ja. Wir haben 9000 von diesen Eiern. Die können wir ja nutzen. Wie ich mein kleines Salmini. Da ist so eine Säule, die nach oben führt. Immer gucken, dass der schön am Suchen ist. Je mehr wir nämlich frühzeitig finden, desto weniger muss ich hinterher suchen. Und ich sehe schon, dass er hier auch nochmal was gefunden hatte. So, hier ist noch ein Level. Ein Pinsel-Level. Natürlich gucke ich, dass ich alle von den Dingern, die ich auf dem Weg sehe, natürlich entferne. Und zwar so früh wie möglich. Weil wir so mehr Fläche zur Verfügung haben. So. So, komm her. Das darfst du auch noch essen. Guck mal, wir finden auf jeden Fall schon mal alle Level. Das ist doch schon mal was Gutes. So, hier komme ich hoch. Die Level sind richtig nah beieinander gelegen hier. So, das ist jetzt einmal registriert, dass ich da hinspringen kann. Ich muss nämlich einmal erst drauf treten, dann sind sie registriert. Oh, hier ist eine Lore. Schlammzuckerschneckenchen. Nautastisch, chaotische Sonne. Spritzig, hochländens Panzer. Ging auf Kauf, Leute. Keimer. Ja, das sieht aus wie ein Twitter-Eintrag. Ja, das brauchen wir nicht weiter vorlesen. So. Je mehr schon eingesammelt ist, desto besser. Und ich sehe halt schon, dass da oben der Bosskampf auf jeden Fall von diesem Gebiet ist. Hier ist nochmal was? Okay. Und ein Anchovium. Das ich glaube ich sogar schon verwenden kann. Ne, 4 brauche ich fürs nächste. Und da wollte ich rüber. Immer schön den auswerfen. Kann immer sein, dass der was findet. Eine Goldplatte. Ein Lumatico. Ist hier oben noch was? Ist auf jeden Fall so eine Bimmelbahn. Ich bin vielleicht die Ball. Na gut, dann würde ich jetzt aber mal sagen, wir machen jetzt mal ein paar Level. Bevor wir hier nur am Durchsuchen sind. Machen wir das Pinsel-Level. Ich kenne beide Waffen, beide mag ich nicht so wirklich. Aber man ist relativ schnell mit denen. Innerhalb des Zeitlimits alle Schalter aktivieren. Welches Zeitlimit? Wir nähern uns auch so langsam dem Ende der Story. Ah, jetzt ist ein Zeitlimit da.
Und dann muss ich ja perfekt laufen. Ist aber auch nicht gerade schwer. Okay. Das war alles? Das ging schnell. Also die Mission war ja wirklich easy. Also das ist, glaube ich, die allererste Mission, die ich innerhalb einer Minute geschafft habe. So, das sollte ich noch treffen. Obwohl, nee, das mit dem Sniper, das ging ja sogar noch schneller. So, ich muss hier noch den Weg frei machen. Ja, Punkte sind ja auch so wichtig. Ah, wieder was für meinen Spind. Den ich bisher nicht einmal angepasst habe. Ist da unten irgendwas, mein kleiner Freund? Nee. Okay. Es ist nicht mehr so viel von diesem komischen Zeug übrig. Da oben fliegt ein Luftballon rum. Wir können ja die Karte im Auge behalten. Dann wissen wir ja, wo wir ungefähr schon alles abgeräumt haben. Okay, hier ist nix. Da ist halt der Bossroom. Den mache ich nur schon mal frei, dass ich mich hinter hier hinhüpfen kann. Jetzt warte ich auf den Ballon. So, den haben wir. Diesen Ballon lassen wir in Ruhe, bis wir alles freigekleckst haben. Der große Wurf. Naja, in Reihenfolge haben wir uns ja bisher eh nie gehalten, ne? So, das ist eine Story-Mission. Okay. Da kommen so lustige Kugeln runter. Oktokugler heißen die. Kann man bestimmt, wenn man richtig trifft, kaputt machen. Sind sie ja nicht so gefährlich. Okay, das war jetzt schon ein bisschen angsteinflößend. Und durch. Einfach durch. Ich muss die ja nicht mal wirklich bekämpfen. Ich muss ja nur durch. Okay, der kommt von oben. Aber nichts, was wirklich großartig ein Problem wäre. Bisher ist das Level ganz einfach. Okay, die kann ich wahrscheinlich durchgehend entfernen, wenn ich sie mal treffen würde. So, tschüss. Ich glaube, sein Mini bringt mir hier nicht mal was. Easy. Ja, das war wirklich easy. Also man muss schon sagen, man kriegt die Gebiete, wenn man will, relativ schnell fertig.
Da sehe ich nochmal was im Boden. Noch ein Anchovium. Vielleicht sollte ich erstmal rumgucken. Je nach den ganzen Anchoviums. Bevor ich hier die ganzen Level mache. Im Prinzip kriege ich ja dadurch ein Upgrade. Da ist auch nochmal ein Level zu mitnehmen. Ich würde mal sagen, machen wir erstmal hier das ganze Gebiet frei. Wieder was für den Sprint. War, glaube ich, eine Palette. Okay, wo findet ihr was? Da in der Gegend. Oh, ich habe ihn instant draufgeworfen. Da ist ein Level, da setze ich mich mal drauf, damit ich mich importen kann. Jetzt wirft den doch. Lore. Nee. Ah, was für Lobby. Für die Community-Streams. Dass die gebe ich gerne aus bei Community-Streams, damit alle XP mehr bekommen. So, da ist nochmal was. Zum Glück nicht besonders gut versteckt. Ich habe den Souveränen rübergeworfen. Egal, was ihr behauptet. So, er hat das jetzt gefuttert. Ist hier irgendwas in der Nähe? Nee. Ich glaube, es ist nur noch der eine Kleckster. Nee, drei Teile sehe ich noch. So, wieder ein neues Level. Ich glaube, gerade so kann ich es mir nicht leisten. Machen wir ein Level. So, dann machen wir das mal mit der Ense. Ah, wieder mit diesen Raketen. Das kann spannend werden. Zum Glück sind die nicht besonders stark. Einfach nach da zielen. Tschüss. Die Endseb ist schon krass. Also habe ich auch schon in den Online-Runden gesehen, dass die richtig stark ist. Reiten auf den Raketen. Da eine Kiste ist, war offensichtlich. Oh, jetzt kommen die Großen. Die kenne ich doch noch aus meiner Kindheit. Nee. Ich dachte, ich wäre im Abgrund. Okay, vorsichtig hüpfen. Hoch da. Das ist gefährlich hier. Drehen die sich im Kreis? Nee. Da ist bestimmt ein Secret. Wenn man sich anstrengt, kommt man bestimmt auch dran. Ich habe erst gedacht, hier ist irgendein riesiger Gegner, ne? Kommt hier irgendwas vorbei? Ach, da ist ein Schalter. Tschüss.
Oh, das ist ein langes Level. I love it. Ja, was heißt hier, pass auf, solange ich versteckt bleibe, treffen die nicht. Ich kann die getrost ignorieren. Einfach nur ZL halten. Wow, das ist so gefährlich. Oh, die haben es irgendwie geschafft zu treffen. Geschafft. Okay, jetzt sollten wir die restlichen Sachen hier wegkriegen können. Die Ballonhetzjagd, da weiß ich nie, ob ich mich drauf freuen soll. Ach, hier ist auch nochmal was. So, hier darf ich hochklettern. Da sehe ich schon das versteckte Etwas. Wieder eine Platte. Komm, find was, mein kleiner Freund. Ich weiß, wir hatten einen Namen für ihn. Aber den habe ich mittlerweile tatsächlich schon wieder vergessen. Das letzte Etwas dahinter, dafür müsste ich von der anderen Seite kommen. Ja genau, such du mal irgendwie. Vielleicht finde ich ja was. Okay, ist ja nicht das Problem, jetzt hier mal eben kurz auf die andere Seite von dem Teil zu kommen. Ich glaube, das müsste das letzte gewesen sein. Wie viele Level haben wir denn bisher gefunden? Oh, viele. Das wird ein Spaß, die alle zu spielen. Da drüben ist auch noch eins. Und da sehe ich schon wieder was versteckt. Ach nee, das ist mein kleiner Kumpel, der sich als Secret getarnt hat. Du kleiner Schlawiner, du. Aber er hat nur vom Meister gelernt. Dann machen wir das Level hier als nächstes. Erst laden, dann fahren. Mit dem T-Tuber. Einen sehr starken Sniper. Ach so, einfach nur Gegner snippen. Ihr seht mich gar nicht. Okay, da ist ein Scharfschütze. Tschüss. Easy. Ah, jetzt muss ich im Sprung ziehen und laden. Okay, das könnte schwer werden. Ich muss das halt echt im Sprung schaffen. Leute, ich habe jetzt rausgefunden, wie man das machen muss. Man kann mit der T-Tuber im Voraus laden. Ich habe mir für jetzt extra ein Video angeguckt, weil ich selbst nach einer halben Stunde nicht begriffen habe, wie man diesen Schuss schaffen soll. Ich wusste nicht, dass man mit der T-Tuber das machen kann.
den entfernen wir mal. So, ein Scharfschütze weniger. Ja, die muss ich von hinten aus ausschalten. Gönne ich mir. Irgendwo muss ich was anschmeißen. Oder ich muss die richtige Seite zum Hochgehen finden. So, ich schalte jetzt einfach von oben aus aus. Dann könnt ihr den Schild noch so sehr hochhalten. Ach, wo kommt der denn her? Tot. Easy. Ekelhafte Farbe hier. Solltet mich da, wo ich stehe, gar nichts sehen können. So, weg damit. Nervig. Aber wir haben es geschafft. Na gut, Leute. Ich würde sagen, für einen Part haben wir jetzt hier wirklich genug geschafft. Wir haben hier alles freigelegt. Wir haben noch ein bisschen was zu erkunden. Weil wir müssen ja noch die restlichen Verstecke hier aufdecken. Wir haben noch ein paar Level vor uns, darunter das Boss-Level. Aber ich denke, wir können diesen Sektor in der nächsten Folge komplett schaffen. Sofern ich mich nicht komplett überschätze. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!